Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo Kazooie. Das letzte Mal, in der letzten Folge, alle Puzzleteile gesammelt in Gubbies Valley. Es fehlt noch eine Honigwabe und 5 Notenstücke. Ich habe nochmal genauso weit gespielt wie vorher. Hat lustigerweise nicht so lange gedauert. Ja gut, 14 Minuten, das ging eigentlich. Bloß hinlaufen. Ich mache jetzt nochmal ein Safe State. Einfach nur zur Sicherheit, weil ich habe nämlich keinen Bock, dass das Spiel abstürzt. Und ich muss noch ganz kurz einen Fleck entfernen. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Richtig, als mir vorher nicht aufgefallen ist. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Aber der einzige Ort, den wir noch nicht untersucht haben, war da vorne der. Wir könnten mit dem Teppich hin. Machen es aber auf die... Natürlich auf die normale Art und Weise, denke ich mal. Für jeden natürlichen Spieler. Ach, guck mal da. Ja, sieh mal einer an. Hast du auch noch was? Kann ich nochmal? LOL. Mach es. Oh ja, Mann. Aha. Wunderbar. Damit haben wir alles in der Welt. Alle Puzzleteile, alle Noten und alle Honigwaben. Ja, wo... Aber raus hier, ich will hier weg. Dachte, ich habe die 5 Notendinger irgendwie in der Pyramide übersehen. In der Todeszeitpyramide. Da war aber lustigerweise nichts mehr. Und irgendwie ist dieser Raum läuft irgendwie nicht flüssig. Jetzt haben wir erstmal das hier. Bin ich so überhaupt dran? Nö. Ja, und jetzt? Wow. Nehmen wir es halt so. So, das war Welt Nummer 6. Das heißt, es fehlen noch 4 Welten. Oder? Ja, ne? Oder? Keine Ahnung. Aber jetzt geht's erstmal wieder hier in der A1. Aber hier fehlt nämlich auch noch was. Und ich glaube, das Hexenteil konnte ich auch nicht holen. Von der Welt. Weil mir die Schuhe gefehlt haben. Also außerhalb. Auf jeden Fall kann ich jetzt das hier machen. Ah.
Geht doch. Warum nicht vorher so? Wunderbar, haben wir fertig. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir. Ich habe auch die ganzen extra Leben in der Wüste wiedergeholt, aber diese glaube ich nicht wirklich brauche. Bin hier bisher noch nicht ein einziges Mal gestorben. Einmal war ich kurz davor. Naja. Und dieser Schlüssel übrigens, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, da drin war ja der Schlüssel, der bringt gar nichts. Der ist einfach da. Man könnte irgendwie mit einem Cheater reingehen und, keine Ahnung, einen Schlüssel einsammeln, glaube ich, aber das bringt absolut gar nichts. Der ist einfach nur da. Aber hier in die Welt ist Paddage, das heißt, wir können hier raus. So, dann versuchen wir mal das Teil draußen zu holen, das Puzzleteil, und dann geht's in die nächste Welt. Bin mal gespannt, welche das war. Naja, wir meistern alles. Auch wenn es eine Frage der Zeit ist. Ich habe ja jetzt bisher pro Level ungefähr immer so eine... Na gut, 30 Minuten ist ein bisschen wenig. Wird vielleicht bei Mumus Mountain hinkommen. Ich würde mal sagen, so 40 bis 50 Minuten pro Level. Ja, hat man, an dem Spiel hat man auf jeden Fall ein bisschen was. Das war knapp. Muss ich da oben hin? Muss ich denn da hin? Ach ja, genau, ich muss, glaube ich, ganz oben auf den Kalender drauf. Irgendwie ganz da oben war das. Ja, perfekt. Genau, das wollte ich. Aha. Wunderbar. Du interessierst mich ja eigentlich gar nicht. Das ist bestimmt nur ein Leben oder sowas. Deswegen ist es mir Ecke. In dich wollen wir nicht rein. Ich will nochmal da hoch. Wie komme ich denn da hoch? Da. Weil da oben ist halt eine Tür. Da will ich jetzt rein. Genau in die. Noten haben wir ja genug. Ja, das sieht ein wenig böse aus. Geh weg, du ekelhafte alte schrumpelige Schachtel, du gehst mir alles. Ja, dann habe ich mir meine Wörter verschluckt. Bin ich denn jetzt? Geht's nach raus? Ah! Den nehme ich. Ich kann pokern. Ich nehme hier noch einen Sackfisch. Usch. So, dann schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall nicht gesund aus, das Rote. Oh Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist das denn? Noch ein Fisch. Au. Ja, genau. Lass dich bitte noch ein paar Mal treffen. Das sieht ja ziemlich simpel aus. Guck mal da.
Oh, ich sehe ihn da wohl hin. Oh yes. Mad Monster Mansion. Nee, ist hier nicht. Was ist da vorne mit dem? Naja, ne. Ah, da war noch ein Ich kann pokern. Den muss ich mir leider noch holen. Auch wenn ich, glaube ich, genug habe. Ich möchte ihn trotzdem haben. Einfach weil... Immer witzig, wie sich die Musik ändert, wenn man in die Nähe von dem Levelportal kommt. Und schwimmen wie immer zu Uhren. Da. Sind ja jetzt noch 3 Level. Die Monster, also ich erinnere mich noch an diese Monster-Villa, wo wir jetzt hinkommen. Und an so einen 4-Jahreszeiten-Wald. Und sonst, keine Ahnung, ob es noch für ein Level gab. Weiß es nicht mehr. Ist so lange her. So. Hier bin ich wieder raus. Jetzt ist die Frage, wo war das Level? Aber ich musste da unten rein. War hier nicht noch irgendwo so ein Honigkasten? Aber mehr wollte ich doch gar nicht. Perfekt. Ach ja, das war das, ne? Genau. Mit der Lava, mit der Lava. So, jetzt ist die Folge fast rum. Aber wir gucken uns das Level auf jeden Fall nochmal an. Und ab geht's. Ohne groß. What the fuck? So, und ich werde jetzt hingehen, direkt im Level. Ein Safe-Set machen. Weil er hat nämlich keinen Bock, dass wieder irgendwie alles kaputt geht. Ist nischt. Genau daran, daran erinnere ich mich noch. Da drin ist ein Puzzleteil. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das krieg. Aber das hat mich damals als Kind voll zur Verzweiflung gebracht. Und ich glaube, man kann auch irgendwo das Haus rein. In einem Fenster. Da wo dicht ist wahrscheinlich. Okay, gut, das geht schon mal nicht. Da muss Kazooie rein. Wo klettern Bärenhäuser hoch? Bären, vor allem Bären. Oh, goddammit. Really? Also, dass an jeder Ecke ist eine Regenrinne. Oh, da kann ich sogar cheaten. Oh, da ist ein Mumbo. Ja, ich glaube an die... Doch, ja. Die Verwandlung kenne ich noch. Ich bin schon 3. Natürlich kann ich da rein. Erstmal nochmal hier gucken. Hier ist auch ein Fenster. Da auch rein. Hier ist eine Sprungplatte. Kann ich da hoch? Ja, kann ich. What? Spiel kaputt gemacht.
Goddammit, ich muss doch einfach nur auf Kazumi drücken. Oh, really? Really? Geht doch. Ja. Huch. Ich glaube, hier musste man auf den Stühlen bleiben, weil er einen sonst hört. Ah, da greift er an, oder? Da krieg ich so noch nichts. Oh, die Tür kann ich kaputt machen. So, dann schauen wir uns mal nochmal die Fenster an. So, das hier, das bringt mir, glaube ich, gar nichts. Das ist, glaube ich, einfach nur da. Oh, doch, da ist jedes Fenster für was gut. Schachtel. Boah, heilige Mutter Maria. Alter Schweißendreck, bin ich gerade erschrocken. Heilige. Jesus Christ. Alter. Müsst ihr mir sowas antun? Cool. Einfach nur cool. Alter. Und nein, ich bin nicht gläubig, falls die Frage kommt. Ich hab mir das irgendwann mal nur angewöhnt. Ach, der Geier, warum? Ja, der Witz zieht beim zweiten Mal nicht mehr, leider. Muss ich ja leider den Spaß nehmen. Ja, genau. Ich krieg 2 Schaden von so einer Kerze? Erstmal kotzen. Wofür sind die Räume da? Nur zum Trollen? Ich merke gerade, ich krieg auch Kopfschmerzen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich diese Folge noch fertig aufnehme. Gehen wir mal nochmal hoch. Aber hier waren ja auch Fenster. Gehen wir erstmal hier rein. Ich glaube. Das ist das Fenster der Hoffnung. Da muss ich. Oh, da ist ein Honig. Kriege ich das vielleicht? Irgendwie. Das kriege ich doch bestimmt irgendwie, oder? Naja, auf jeden Fall mal nicht so. Da brauche ich auf jeden Fall die Verwandlung von Mumbo. Okay, gut, dann gehen wir mal weiter. Falsche Richtung. Hier müsste auch noch eins gewesen sein. Hier, genau. Das ist sogar noch zu. Was haben wir denn hier? Eine Toilette.
fucking Toilette. Wahrscheinlich eine Toilette, die mit uns reden möchte. Müssen es dafür ernsthaft Furzgeräusche sein? Oh, guck mal, da hat uns sogar schon einer Wasser eingelassen. Na gut, hier ist anscheinend auch nicht wirklich was. Noch nicht. Und hier muss ich dann wahrscheinlich auch mit der Verwandlung hin. Oh Gott, das wird doch witzig. Ah, hier, na gut, dann kann ich jetzt ganz hoch. Diesmal möchte ich nicht durch den Kamin reinplatzen. Also erstmal die Noten holen. So. Und fehlt dann am Joffel, das ist wunderbar. Und schon ein Fünftel der Noten. Und schon hier rein. Da dachte ich mir schon. Sieht mir stark nach Schlafzimmer aus. Ich kann pokern. Was ist da was? Eine Kiste. Was ist hinten dran? Also beim ersten Mal hat es funktioniert mit dem Erschrecken, aber dann nicht mehr. Das zieht irgendwie nicht mehr. So. Hier die Fenster alle durchsucht. Hier ist glaube ich keins. Doch, hier ist auch eins. Okay, hier kann ich mir ja schon denken, was irgendwie aus den Bildern kommt. Hm, bestimmt so ein wurmähnliches Vieh. Ach, komm ich denn darauf? Ein Wurm vor allem. Sieht aus wie so ein Hai. Gut. Wunderbarst. Wenn ich nochmal durch den Kamin springe, bringt es ja anscheinend nichts, weil der hört das ja. Probieren wir es aber trotzdem nochmal. Erstes Puzzleteil, wunderbar. Oh, holy shit. Was denn? Das ist ein Jinju? Wir sind extra Leben. Sonst echt nix? Glaube ich ja fast gar nicht. Na gut, auf jeden Fall in der nächsten Folge geht es dann weiter in Banjo-Kazooie. Bis dahin. Tschüss.